Da ist er. Wer ist am Telefon? Ja, hier ist die Meierinnis. Wer ist dran? Patricia ist dran. Ja. Wir suchen vier deutsche Städte. München, Köln, Bonn und Ulm. Bleiben Sie mal am Telefon. Ja, Sie kriegen Gratisanrufe. So, Kinder. Und jetzt mal ganz ruhig! Ganz ruhig! So. Ich habe meine Gefühle und Emotionen im Griff, meine Damen und Herren, Sie sehen das. Ich habe mit meinem Psychologen geredet, ich soll das immer ausleben. Kinder, das kann doch jetzt nicht Ihr Ernst sein. Ist Ihnen das zu schwer? Wollen Sie noch mehr Kugeln? Das gibt's doch nicht. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst, dass wir diese dusseligen Lösungen immer falsch nennen. Also einfacher können wir das Spiel nicht machen. Entschuldigung, dass ich Sie so anschreien muss. Sie können ja nichts für. Sie können ja nichts für, dass Sie, die richtigen Lösungen nicht nennen. Sie können ja nichts für. Alfred war schon 13 Mal da. Alfred! Zugeschlagen. Lösung bitte. Hund. Hund. Klar. Weißt du, nehmen wir einfach mal den Hund. So, wer jetzt noch einmal Hund sagt, der bezahlt hier. Der bezahlt hier, Leute. Und zwar richtig. Für alle, die gerade durchhören, wir machen jetzt mal ganz ruhig. Ich beruhige mich jetzt mal wieder. Kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit hier rumplärre. Zugeschlagen. Lösung bitte. Hirsch. Hirsch. Da muss ich ausflippen! Da muss ich ausflippen! Da muss ich ausflippen! Es geht nicht anders! Zugeschlagen. Lösung bitte. Ja, jetzt haben Sie Angst, ne? Ochse. Was? Ochse. Ochse, ja, ja, ja. Nennen Sie mich Ochse. So, diese Vase. Mal gucken, ob ich das mit einem Spannschuss. Ja, bei einer nächsten dämlichen Antwort kann ich das Volley. Bei der nächsten falschen Antwort, die mich aufregt, kann ich das Ding Volley vom Geldband kicken. Das ist wichtig, dass ich irgendwas zum Abreagieren habe. So. Zugeschlagen. Lösung bitte. Silberfischchen. 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 Wie viele Haars hat das Silberfischchen? Zugeschlagen. Lösung bitte. Steinhummel. Steinhummel ist es nicht. Ich werde wahnsinnig. 23. Ich werde nach der Sendung von Klapsen-Mitarbeitern abgeholt. Ich werde von Klapsen-Mitarbeitern abgeholt, wenn das so weitergeht. 400 Euro sicher Silberfischchen. Sie. Ja, meine Damen und Herren, jetzt geht wieder der Wilde durch. Ich darf morgen wieder beim Chef antanzen wegen der scheiß Moderation von mir heute. Aber ich kann es nicht ändern. Mir platzt der Kragen bei dem Mist. Das Spiel ist längst überfällig. Achtung! Freunde, wenn Sie treffen, ich küsse Ihnen, ja, nicht den Hintern, aber ich bringe Ihnen das Geld persönlich vorbei. Achtung! 01379444999. Jetzt! Leute, ich bin hier bei Ihnen, auch wenn Sie mich nicht sehen können. Es geht um 11.200, ich flipp gleich aus. Ich krieg das Kotzen. Irgendeiner da draußen, mir platzt gleich der Kopf. Ach so, ich bin im Bild.
Ja. Leute, ich bin jetzt schon im Bild. Ich brauche sie nur noch abholen. Verstehen Sie? Meine Zunge ist wundgeschwätzt. Meine Zunge blutet. Wundgelabert. Kennen Sie das? Kennen Sie nicht? Wir haben 20 Leitungen, Leitungsmaximum, jede dritte Leitung zusammengeschoben, dass es knallt. Sie haben 11.100 sicher, das Geld ist heute auf dem Konto. Was denn noch? Soll ich Ihnen sagen, wo das Gesicht ist? In der 12 ist es nicht, in der 2 auch nicht. Sondern, Leute, Sie rufen gerade an. Welche beschissene Leitung treffen Sie denn gerade? Das kann doch nicht wahr sein, dass da draußen vielleicht jemand 5, 6 Mal anruft und so ein beschissenes Ding da nicht trifft. Das gibt's doch nicht! So, wie sieht's aus? Haben Sie Lösung? Der Wirbel trommelt schon. Der Trommel wirbelt schon! Ich kriege Zahnfleischbluten in den Stirnhöhlen. Kennen Sie das? Meine Zunge tanzt Samba und spielt Koschka-Boschka. Natürlich ist es nicht einfach. Natürlich haben wir das Spiel auch noch nie gespielt. Da gibt's keinen Vorteil. Für keinen. Das ist kein Spiel, was wir nach 3, 4 Sekunden lösen können. Ich weiß das. Herrgott, mein Kopf schmerzt von meinem dummen Geschwätz schon wieder. Aber was soll ich denn sagen? Da stehst du da als armer Wurm. Hast hier 11.200 sicher auf der Meile stehen. Da sitzen Sie da draußen mitten in der Nacht, da ist so ein blödender Hans im Fernsehen, der Sie anschreit. Da würdest du auch kotzen. Ja, hallo. Ja. Also ich habe zwei Wörter. Also einmal die Macht. Die Macht. Und dann einmal den Teich. Ja. Wie viele Buchstaben hatten? Jeweils vier, oder? Das, also Sie haben ja das erste Wort, haben Sie ja Macht gesagt. Macht. Nacht. Macht. Ja, wo ist das A? Scheiße. Bleiben Sie am Telefon! Ich, ja, ich auch! Aber glauben Teich, Sie? Teich stimmt aber, ne? Teich? Ja. Aber Teich, wie viele Buchstaben hat ein Teich? Mich. Teich und mich. Teich? Und mich. Also, Teich? Ja. Einmal Teich und einmal mich. So, Silvester, komm her! Ich brauche einen. Ich brauche einen, den ich jetzt wischen kann. Links, rechts, Rückhand vorn, komm her, du Silvester, hierher. Komm, lehn dich hier über den Tresen, du kriegst jetzt von hinten von mir einen auf den Arsch. Lehn dich hier drüber. Lehn dich hier über den Pult. Lehn dich, sonst mach ich gleich. Lehn dich über den Pult. Ist jetzt heiß wieder? Du kriegst Ede drauf jetzt. Nein, ich spiele das nicht mehr. Den Scheiß da. Teich und Macht. Es ist mir jetzt auch völlig egal, welche Kamera. Das ist mir scheißegal. Ich drehe jetzt alle um. Silvester, sei froh, dass du noch lebst, du mein Freund. Hol die Sicherheit, ich flippe aus. Hol die Sebastian, du bist der Allerschlimmste. So, Leute, ich spiele das nicht mehr. Ihr wollt mich ja wohl verarschen. So, jetzt kommt gleich der Frank Elster rein. Ja? Pimmelim, pimmelim, pimmelim. Das ist nicht wahr jetzt. Nee, der Zuschauer, nee. Leute, ihr müsst auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Die Zuschauer haben gesoffen, sind alle rabendicht. Entweder die haben was eingeschmissen oder die haben was getrunken. Es geht, also, liebe Fernseher, Spaß beiseite. Aber so welche Kameras sind. Hier sind 10 Kameras, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, Heinz. Ja, ihr müsst jetzt den Arsch in der Hose haben und am Telefon bleiben. Nicht auflegen, ja? Wenn ihr richtige Männer seid, bleibt ihr jetzt am Telefon und legt nicht... Nein, entschuldige, ich bin... Was? Ich bin Josephine. Josephine, wenn du eine richtige Frau bist, bleibst du jetzt am Telefon und legst nicht auf, ja? Warum? Warum? Weil wenn du auflegst, bist du feige, ja? Okay. Ja, also dranbleiben. So, wie alt bist du denn? Ich werde 14. Oh, das kann man gelten lassen, sag ich jetzt mal. Ob jetzt 14 oder 18 ist eigentlich egal, oder? Nein. Schaust du diese Sendung öfters? Ja. Und warum hast du angerufen? Du wolltest einfach mal mit mir sprechen. Ja. Weil du mich so süß findest. Hä? Ja. Ja, das kann ich verstehen, ja. Aber du darfst hier nicht mitspielen und ich komme zu dir nach Hause und verhau dir den Hintern. Okay. Ach so, das willst du? Nein! Ja, also, du darfst hier nicht mitspielen. Okay. Warum rufst du denn trotzdem an? Ne? Meine Schwester hat, denke ich, gewählt. Aha, Schwester ist schuld. Wie alt ist denn die Schwester?
11. So. Und jetzt pass auf, Hausarrest. Für die nächsten 2 Wochen, ich werde mit der Mama telefonieren. Und der nächste Anrufer ist vor der Tür. Wer ist dran? Hallo? Hallo. Wer ist denn da? Harald. Harald? Harald, wie alt bist du? 45. So, Harald, jetzt pass mal auf, Freundchen. Du willst mich anlügen, Freundchen. Du bist 42. Bist du verheiratet? Aha. Was ist denn hier heute für ein Kindergarten? So, Freunde, jetzt wird's ernst. Jetzt werde ich nämlich hier schön. Schön die ganzen Kinder da, ne? Ihr dürft nicht anrufen. Das wird bestraft, Freunde. Ihr werdet mit Wasser und Brot die nächsten 10 Jahre in den Garten gesperrt, Freunde. In die Gartenhütte. So, 3, 2, 1, gestartet. 5 Pakete. Sag mal, die ganzen Kinder hier. Was ist denn heute los? Es ist Schule. Wir müssen eine Ganztagsschule einrichten, die bis 19 Uhr geht. Ja, die schwänzen nämlich alle Schule. Ihr habt nämlich heute Nachmittag noch Unterricht. Wir müssen das mal einführen. Es ist zwar kurz vor 5, aber es kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier nur Kinder anrufen. Wo sind denn? Das ist ein Spiel für Erwachsene. Hallo, da geht es um Brüste. Leute, b9live.de. Wer ist dran? Hallo. So, Freund. Wie heißt du? Patrick. Patrick. Pass mal auf, Patrick. Wo ist die Mama? In der Arbeit. So, und wo ist der Papa? Arbeit. So, und wo ist deine Schwester? In der Schule. So, und warum bist du nicht in der Schule? Weil ich schon aus habe. Was war die letzte Stunde heute? Mathe. Hast du schon mal geschwänzt? Nee. Wie gut bist du in Mathe? 2. Du hast eine 2? Ja. Wie heißt deine Mathelehrerin? Massasch. Frau Massasch? Ja. Ich kenne sie, die Frau Massasch. Ja. Und die hat mir gesagt, du hast letztes Mal deine Hausaufgaben nicht gemacht. So, Freunde. Zugeschlagen. Lösung bitte. Hallo? Arschloch. Arschloch würde gehen, ist dabei. Ja, hat aufgelegt. Leute, Arschloch ist dabei. Welche Nummer? 1. Ja, Arschloch wäre es gewesen, Freunde. Nein. Nächster. Ich glaube, der junge Mann war frustriert. Ich bin gerne das Ventil, meine Damen und Herren, für Ihre Frustration. Zugeschlagen. Was haben Sie raus? Hallo? Marco. Marco. Leider nein. Nächster. Wird dafür bezahlt. Männliche Vornamen genau einmal R. Ja, vor allem, das Schlimme ist ja, der gerade Arschloch genannt hat, der hat ja bestimmt 5, 6, 7, 8, vielleicht sogar 10 Mal angerufen. Der hat also jetzt 3, 4, 5 Euro weggeblasen, um das zu sagen. Das ist zu teuer, Leute. Zugeschlagen. Lösung bitte? Hi, Martin. Leider nein, nächster. Tiefluft holen. Feuer! So, wer wählt? Arschloch, du Fetter! Meine Damen und Herren, ich möchte es gerne wiederholen. Er hat mich Arschloch, du Ficker genannt. Ja. Birger. Wie bitte? Birger. Birger? Jetzt werde ich nur noch beschimpft, meine Damen und Herren. Ja? Birger. Ja? Archibald wurde auch schon genannt. Zugeschlagen. Lösung bitte? Elmar. Ja, jetzt. Das ist ja das Allerletzte. Also, jetzt, hört mal auf, mich so zu beschimpfen. Elmar. Ja? Zugeschlagen. Lösung bitte? Lothar. Nein, nächster. Du Mist, du Butterhurensohn. Pass auf, ganz kurz. Ganz kurz, liebe Kinder da draußen. Ja? Ihr dürft gerne, ihr versucht mal bitte ein bisschen einfallsreicher zu werden. Das ist ja langweilig. Hurensohn. Ich meine, da beleidigt ihr ja nicht mich. Ja? Ich bin da raus. Zugeschlagen. Lösung bitte? Franklin. Franklin. Sehr gut. Wenn jemand Hurensohn zu mir sagt, ja Kinder, da habe ich nichts mit zu tun, sag ich mal. Und überhaupt, woher wollt ihr das denn wissen? Zugeschlagen. Lösung bitte? Albrecht. Leider nein, nächster. Und macht bitte Nummer senden aus. Ja? Weil sonst kriege ich eure Nummer, find das raus und dann wird's teuer für euch. Na, so, Lösung bitte? Ulrich. Leider nein, nächster. Ey, mein Sekt, du meinst du Butterhornsohn. Ey, wie viel hat der schon ausgegeben? Das ist immer derselbe. Ist immer derselbe.
noch einmal, Junge, du zahlst hier 50 Cent. Ja, du rufst, wenn du dreimal hier anrufst, rufst du mehr als dreimal an. Du hast vielleicht schon 20 Mal hier angerufen, das ist schon ein Zehner. Verstehst du? Zugeschlagen. Lösung bitte? Ja, zuerst mal die ganzen Kinder. Niveau ist keine Hautcreme. So, haben wir es doch schon. Muss mal genau. So, bitte. Jetzt nehme ich mal den Eros. Ramazzotti. Gut! Ist es nicht, aber gut. Nächster. Ja. Und weil wir gerade gesehen haben, dass du vom Handy aus angerufen hast, ja, und die Nummer ja auch jetzt haben, ist es noch teurer. Oh, der wird jetzt bippern da draußen. Zugeschlagen. Lösung bitte? Humphrey. Humphrey? Ich find's bekannt als Humphrey. Wo auch immer der Name herkommt, ich find's wesentlich bekannt als Humphrey. Aber zugeschlagen. Haben wir die Nummer von dem? Haben wir? Lösung bitte? Rex. Rex. Ja, leider nein. Nächster. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zugeschlagen. Lösung bitte? Walter. Walter ist es nicht. Weltklasse. Dann können wir die Adresse auch ermitteln. Ach, herrlich. Kriegt man den irgendwie? Also kann ich dadurch reich werden? Hat mich öffentlich beleidigt irgendwie? Ja, ich hab's dir nicht geschehen. Ja, ich hab's dir nicht geschehen. Ich hab's dir. Das hat mich dreimal beschimpft. Ich hab's dir nicht geschehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Über Jahre. Ich kann den Beruf nicht mehr ausführen. So, oh, das wird teuer. Lösung bitte? Karel. Karel, gut. Leider nicht. Nächster. Also Fakt ist, ich gehe jetzt zum Amtsarzt. Ich wurde beschimpft aufs Mieseste. Das haben wir alle gehört live. Wir haben es auf Band. Da will ich mal sehen, welcher Richter sagt, ja, schreiben müssen wir trotzdem weitermachen. Nee, jeder Richter wird mir recht geben. Ich habe leider jetzt, geht nicht mehr. Zugeschlagen. Lösung bitte? Maurizio. Gut. Nächster. Leider nicht. Aber mal gucken. Hoffentlich sind die Eltern reich. Weißt du, darum geht's ja auch. Du kommst nach mir nach Hause, ich dich umbringen, okay? Ciao. Hab ich nicht verstanden. Du kommst nach mir nach Hause, ich dich umbringen, okay? Ciao. Ich komm, du kannst zu mir nach Hause, ich dich umbringen. Morddrohung! Morddrohung! Boah. Weltklasse, Weltklasse. Ich brauche, das ist meine Rente. Leute, ich bin nach Morddrohung im Fernsehen. Ich bin gemachter Mann. Das ist richtig teuer jetzt. Da kann ich mich schon zur Ruhe setzen, glaube ich, was ich da rausholen kann. Lösung bitte? Norman. Norman ist es nicht. Nächster. Telefonnummer haben wir ja von dem, ne? Sehr gut. Wir haben einen Erkennungscomputer, meine Damen und Herren, was Telefonnummern angeht. Und wir kriegen natürlich ihre Telefonnummer raus, ihre Adresse raus. Mark ist es nicht. Doch. Morddrohung ist super. Ah, da kann man schon mal ein Jahr, möchte ich sagen, überbrücken. Ja, zugeschlagen. Lösung bitte? Theodor. Leider nein. Nächster. Herrlich. Herrlich. Ich habe auch Angst, so doll Angst, dass ich mich nicht auf die Straße traue, bis ich Hilfe brauche, Regie. Ach, da wird mir schon was einfallen. Da werde ich im Gericht schon was vorheulen. So. Ach, geht schon los mit meiner Angst. Ha. Zugeschlagen. Lösung bitte? Corbinian. So heißt zum Beispiel einer unserer Redakteure. Zugeschlagen. Lösung bitte? Ey, ich meine, sehr ernst, okay? Okay. Heute Abend wird der tot sein. Was? Der legt immer so schnell auf. Nächster. Nächster. Der soll ruhig mal weiter wählen. Ist gut. Nächster. 1250. Zugeschlagen. Lösung bitte. Hallo? Cornelius. Cornelius? Nee. Nächster. Also er hat es nochmal bestätigt, dass er es ernst meint. Regie. Haben wir die Nummer? Zugeschlagen. Lösung bitte. Das ist unsere Jugend, Jürgen. Max. Ja. Ja, schlimm, dass es unsere Jugend ist. Furchtbar. Ja, furchtbar. Aber wir kriegen den. Hoffentlich. Ja. Aber den Allgemeinen so. Ja, die bessern sich. Ja. Was haben sie raus? Dimitri. Leider nein. Nächster. Ja, ich weiß ja, auf was ich mich einlasse, wenn ich hier Sendung mache, meine Damen und Herren. So ist es ja nicht. Zugeschlagen. Lösung bitte.